aber danach wieder der Umschlag in der Realität nach dem Aufwachen. Was nutzte es, ein Leben gelebt zu haben, das seine Aktionen erfolgreich durchzog, aber nichts davon mehr bemerkte, nichts mehr davon zu bemerken, dass es dabei nicht mehr existent war. Oder umgekehrt, was nutzte es, aktionslos das Schweben im Raum, das Existieren in der Zeit, als Botschaft zu bemerken, aus der Simulation des Lebens auszusteigen in das wahre Jetzt. Wenn dies zwar das Zurückkehren in die verlorene Zukunft, das Zurückkehren in die Existenz bedeutete, aber dann auch ein Leben des Unvollendeten, ein Leben nur zum Tode, ein Leben, das sich selbst überholte, und zwar erleiben und erleben, aber dabei nichts erleben und somit etwa der Metapher Freuds Geld oder Leben fordert der Räuber, aber ohne Leben ist Geld nichts und ohne Leben und ohne Geld ist Leben nur ein beschädigtes, ein nicht durchführbares Leben. Geld oder Tod könnte man genauso als Alternative sagen.